What's poppin', ihr geilen Hasen? Es ist heute was für alle Sinne dabei, ja? Zum Hören, Schmecken, Riechen, Tasten, Sehen nicht. Aber das ist egal, weil ihr habt mich. Ich bin eine sinnliche Person. Ich habe heute 5 Dinge für euch, die mir persönlich sehr gut gefallen, die ich liebe, die mich inspiriert haben oder die ich einfach jeden Tag in meinem Alltag benutze und mein Leben bereichert haben. Okay, die erste Sache, von der ich niemals gedacht hätte, dass sie mich so begeistern wird. Ich war zwar neugierig, aber wusste jetzt nicht, dass es eine Sache wird, die ich tagtäglich benutzen werde, ist mein neuer Diffuser. Das ist ein Duftspender, so ein kleines Gerät. Meiner ist von der Marke Aromaliebe. Und da dreht man unten ätherische Öle rein. Und die werden dann hier oben über die Steuerung quasi in der Stärke und so lange wie ihr wollt, dann im Raum verteilt. Das ist so cool einfach! Also abgesehen davon, dass es immer genau so in dem Raum riecht, wie ihr wollt, hat es auch noch zusätzliche positive Effekte, weil ätherische Öle einfach so einen krassen Einfluss auf den Körper haben. Also achtet da wirklich bitte drauf, wenn ihr euch sowas kauft, achtet darauf, dass ihr bioätherische Öle habt mit wirklich guter Qualität. Also ich setze euch mal unten den Stübeners Kräutergarten in die Infobox. Da könnt ihr auch mal gucken, da gibt es Öle und die sind wirklich bio, weil ihr nehmt es die ganze Zeit über eure Atemwege auf. Also ja, wow, das sagt ein Raucher. Aber trotzdem, ich finde, man sollte das immer mit anmerken. Ne? Wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, euch was Gutes zu tun, dann solltet ihr euch auch wirklich was Gutes tun und dann nicht genau das Gegenteil erreichen, indem ihr Chemie einatmet. Ja, ich habe auf jeden Fall ganz viele ätherische Öle ausprobiert und zwar 15 an der Zahl und viele haben mir nicht so gut gefallen, aber ich habe auf jeden Fall meine Favoriten. Ich kann auf jeden Fall Lemongrass und Zitrone empfehlen. Ich mache das total gern an, wenn ich morgens anfange zu arbeiten. Also Zitrone ist so richtig belebend. Und ansonsten liebe ich natürlich noch Eukalyptus, weil wenn ich krank bin, mache ich das immer rein. Das hat mir sehr, sehr gut geholfen bei Husten und so. Dann das, okay, das ist wirklich Geschmackssache. Kevin sagt, es riecht wie Hundepisse. Yang Yang, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Das ist ein sehr indischer Geruch. Der lässt den Körper Glückshormone produzieren. Ich liebe den sehr doll, aber es ist Geschmackssache. Also riecht es erstmal woanders, bevor ihr euch das wirklich kauft. Achso, Patchouli. Patchouli liebe ich auch ganz doll. Wird auch gerne, sehr gerne zur Meditation benutzt. Und man sagt, dass man da sehr gut mit erden kann. Das klingt schon wieder sehr spirituell, aber that's who I am. Ja, und was ich auf jeden Fall ganz, ganz doll euch ans Herz legen kann, sind, wenn ihr zum Beispiel Schlafstörungen habt oder abends im Bett immer sehr unruhig seid, kann ich euch auf jeden Fall Lavendel, finde ich ganz okay, benutzen viele Leute, und vor allen Dingen Alpenzirbe empfehlen. Das ist so krass, Leute, es ist kein Scherz. Wenn ich abends Alpenzirbe in dieses Gerät rein... Ups, oh wow, ich bin wieder super professionell. In dieses Gerät rein drehe, es dauert nur 15 Minuten und ich bin so müde, ich bin so schläfrig und so ruhig. Ich liebe das einfach ganz doll, das riecht total geil nach Sauna. Ja. So viel zu meiner neuen Liebe. Ich glaube, sie ist durchgekommen, ne? Kommen wir zur zweiten Sache. Und zwar hat meine Zuschauerin Maria sich selbstständig gemacht mit der Becherfaktur. Also das ist ihr Unternehmen. Und sie macht Keramiksachen, vor allen Dingen Tassen. Und es sind so coole Sachen. Also hier haben wir zum Beispiel eine Rakete oder hier die Diamanttasse. Oder was ich auch besonders cool finde, ist die Welttasse. Da ist halt die Welt drauf. Ja, wow. Ich finde meine expliziten Beschreibungen immer sehr professionell. Die Seite heißt Becherfaktur. Verlinke ich euch unten, könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn ihr wollt. Kommen wir zu einem Favoriten, auf den haben alle gewartet. Ich habe nämlich bei Instagram gesagt, dass ich eine Sache, die mir meine Freundin Alex vom Kanal Alex Advice geschenkt hat, die möchte ich noch nicht zeigen, weil sie meine Hautpflege revolutioniert hat. Eines der Dinge, das ich so doll geliebt habe, die letzten 3 Wochen benutze ich es jetzt schon, ist pure Hyaluronsäure. Das ist quasi einfach so ein Serum, das ist so ganz schwer und da mache ich einfach, wenn ich mir das Gesicht gewaschen habe, 2 bis 3 Tropfen auf meine Hände, verreibe das und mache das auf mein Gesicht und darüber kommt dann erst die Creme. Und es macht so einen riesen Unterschied. Ich habe nämlich total fettige Haut und ich habe so viele Dinge ausprobiert, aber meine Haut hat immer so unfassbar krass nachgefettet. Und dann hat Alex irgendwann zu mir gesagt, Jaco, vielleicht fettet deine Haut so krass nach,
weil du eigentlich mehr Feuchtigkeit brauchst. Auf jeden Fall wollte ich euch das nicht vorenthalten, weil so viele Leute von euch mir auch immer auf Instagram schreiben, ja, Jaco, oh mein Gott, ich bin auch so eine Speckschwarte. Ich glänze immer ganz, ganz doll. Probiert es mal aus. Macht das mal unter eure Creme und vielleicht produziert eure Haut dann auch nicht so viel Fett nach. My Skin ist auf jeden Fall natürlich noch ein bisschen fettig, aber nicht mehr so. Not like it used to be. Kommen wir zu einer weiteren Sache, die mir sehr viel Freude bereitet hat im letzten Monat. Und zwar geht es um eins meiner Lieblingsthemen. Und zwar geht es ums Thema Essen. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Es gibt Ketchup- und Mayonnaise-Menschen. Ich bin ein Mayonnaise-Mensch. Mayonnaise geht über alles. Ich habe früher, bei mir gab es nicht Spaghetti mit Ketchup. Bei mir gab es Spaghetti mit Ketchup und Mayonnaise und Käse und Spiegelei. Wow. Was ein veganes Gericht. Es gibt sehr, sehr viele sehr gute vegane Mayonnaisen, was ich früher gar nicht so gedacht hätte. Aber ich habe jetzt eine gefunden, die ich persönlich neben der Edeka-Mayonnaise, die ich auch sehr mag, aber eher, die geht eher so in die Salat-Mayonnaise-Richtung. Und die hier geht in die richtige, krasse, heftige, fettige Pommes-Mayonnaise-Richtung. Und zwar ist das die Mayonnaise von Emils, vegane Mayo. Und ich habe die in verschiedenen Ausführungen. Ich habe die einmal mit Zitrone, ich habe die mit Knoblauch und in ganz normal. Und die sind alle drei richtig lecker. Die mit Knoblauch geht so ein bisschen in die Aioli-Richtung. Dann habe ich auch noch Remoulade, aber die habe ich noch nicht aufgemacht. Ja, eine Zuschauerin hat mir nämlich auf Instagram geschrieben, dass das für sie die allerbeste vegane Mayonnaise ist. Und dann bin ich ausgerastet und habe einfach alles im Online-Shop bestellt, was es da gab. Es geht um Mayonnaise, hallo. Kommen wir zur nächsten Sache, die mein Leben so krass bereichert hat die letzten Tage und Wochen. Und zwar, und ich glaube nicht, dass ich das sage, weil ich eben die Reviews im Internet gelesen habe, ist es das Album Revival von Eminem. Also als ich 13 war damals, kam die Marshall Mathers LP raus und Eminem und seine Ex-Frau Kim waren die ganze Zeit in der Presse und dann hat er hat sie gedisst und sie war im Gefängnis und dann hat er den Track auf der Marshall Mathers LP gemacht, wo er sie klein gehackt in Stücke packt und wegschmeißt und alle so, wow, das hat er nicht gemacht und was denkt seine Tochter, wenn sie irgendwann erwachsen ist und dieses Album hört? Ich habe dann, ohne dass ich irgendwas von diesem Album gehört hatte, einfach dieses Album gehört, weil ich Eminem super krass einfach finde. Es ist für mich einer mit der wortgewandtesten und talentiertesten Menschen auf diesem Planeten. Und ich war so, mein Gott, ich bin so weggefetzt von diesem Album. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also erstmal sind richtig krasse Features drauf. Beyoncé, Ed Sheeran und viele andere richtig gute Künstler. Dafür wurde das Album übrigens auch voll krass kritisiert. Das ist zu viele Features. Waren. Ja, und es ist einfach, es ist so selbstreflektiert. Man kann sich so gut damit identifizieren. Er bricht so viele Sachen auf, über die er vorher nicht gesprochen hat. Oh mein Gott, es gibt ein Lied, das heißt Bad Husband. Das ist so ein unfassbar gutes Lied einfach. Der Refrain ist so krass und da spricht er diese ganze Thematik mit seiner Ex-Frau an und entschuldigt sich bei ihm so, bei ihr und spricht quasi darüber, wie kann ich ein guter Vater sein, obwohl ich so ein schlechter Ehemann bin. Und es ist einfach, ja, es ist sehr ehrlich, es ist sehr selbstreflektiert, es ist, ja, man hört die Begeisterung draus. Ich bin die Straße entlang gelaufen, ich habe geheult, Leute. Alle Leute haben gedacht, ich wurde gerade verlassen. Nein, ich war dabei bei Kim und Marshall. Es war so emotional für mich. Und wenn ihr noch weiter stöbern wollt in Favoriten, verlinke ich euch hier auf jeden Fall noch meine Favoriten. Ne? Also meine Favoritenlisten. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Ihr seid süß, ihr seid klein, klein, süß und klein. Und das ist mein Abschiedstanz für euch. Tanz für euch. Ich kann verstehen, wenn ihr deabonniert.